Flutlicht an. Und das könnte der Verbruch sein, den man von oben gesehen hat. Okay. War da vorhin durchdacken? Ja. Hier. Die Schwellen. Hier. Ging's mal runter. Eine noch tiefere Sohle. Das ist sowas wie, wenn ich mir das vorstelle, wenn man sich Mühe gibt und runterklettert, könnte man ja da durchkommen. Und dann hat man Pech, oben löst sich und was, die Dinger fallen runter und ganz eingesperrt. Genauso passiert bestimmt so noch ein Fall. Und denkt, naja, da passt ja noch durch. Ich will es nicht machen, weil ich da einfach mal. Und jetzt rollen, das Ding ist zu. Angst hätte. Ich glaube auch. Ja, okay. Es ziehen doch Leute in den Krieg und haben keine Angst, ne? Okay. Gehen wir erstmal den Gang. Okay. Ich weiß, am besten in so einer Situation ist immer, wenn man sich aufhält. Das habe ich im Homeoffice gelernt. Ein bisschen fehlt uns auch. Ja, genau. Wollen wir hoch? Da geht bestimmt in den großen Raum. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Ja. Wenn du nicht drauf willst, lass mich voraus. Nee. Ich war hier noch und überhaupt kennen mit euch hier das erste Mal. Einbohrer. Abgebrochen. Stecken lassen. Sieht aus wie Köpfchen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wird doch immer gekippt. Nee. Aber guck mal hier. Hallo. Okay, da geht's auch nochmal lang. Auch, da oben auch, oder? Ja.
hier, das Ding ist bestimmt runtergekommen. Von hier irgendwo. Und das ist halt das, was es nicht so 100% sicher macht. Ja, gleich mal über uns hier. Ja. Da muss man echt aufpassen, dass man sich nicht verläuft, gell? Wenn du so staunend hier durchläufst und hier mal, dort mal. Das Ding ist halt, man muss sich da auch immer wieder Sachen offen lassen fürs nächste Mal, weil dann kann man sich nämlich dann auch ein bisschen einen Plan machen, weil man hat es schon mal vor Ort gesehen, das ganze Zeug. Da geht es auf jeden Fall weiter da oben. Aber den würde ich mir offen lassen für ein anderes Mal. Man hat, glaube ich, genug zu tun. Ja. Die Sohle, auf der man gerade ist, abzulaufen. Ja, wollen wir runterschauen? Da runter? Oder geht's? Läuft man hin? Geht's überhaupt weiter? Nee, das ist nur Krümpel. Da unten ist sie zu Ende. Ja. Also sehr wahrscheinlich. So, ich müsste mal meine andere Lampe rausholen. Cut. Gut, Rick. Holen wir weiter. Guck mal hier. Ranzoomen. Pilze. Wollen wir hier einen nehmen? Das ist nicht kein Kiff, gell? Was ist es dann? Mach mal mit, hier hell drin. Thank you.
Leuchten wir hier oben, Hannes? Ja, eine ganze Schuhe raus. Vielleicht war das das, wo du vorhin geguckt hast. Leucht mal hier. Auf das Loch da oben. Das brennt nun scharf. Das geht nicht. Und hier ist auch noch eins, glaube ich. Da hinten ging es auch noch mal rechts um die Ecke. Ja, und da. So ein Hügel wie aus dem Film. Ja, genau, der war das. War das so ein Hügel, ja? Scheiße. Du hast es geschafft. Jetzt gehe ich nicht mehr weiter. Kein Schritt. Das ist natürlich schön. Ein Licht, mit dem man auch was sieht. Ja, denke ich auch. Ja, hier sind wir. Das ist hinter der Bügel, ne? Ja. Oh, ein Knicklicht. Das ist das, was ich gesehen habe. Und die andere Gabel habe ich, den Ausgang habe ich gar nicht gesehen. Ja, da haben sie natürlich. Hier. Jetzt sind wir hier. Ich würde sagen, es ist breit genug, oder? Ist man darüber oder drüben geht es auch nicht weiter? Nicht wirklich, ja.
Und das könnte das Sprengmittellager gewesen sein. Ja. Moment, ich muss mal in die Küche, ich habe noch was auf dem Herd stehen. Und das sind halt echt noch kleine Hohlbauten. Also. Und ich nehme mal an, dass wir vorne wieder auf den Hauptgang stoßen hier. Und das ist schon ein weiteres hin. Ein Quergang. Was? Ja, oder Hitlerjugend. Oder Hitlerjugend. Leiste 95, nee. 20, oder? 25, ja. Das ist eine 2. Das könnte beides sein, das ist nochmal draußen. Das geht noch weg. Hier. Ja. 1925 gab es doch keine HJ. Aber hier LP, das könnte mein Kürzel sein. Nachname, Vorname. Wir haben ja da vorne, als wir den Zeitgang rein sind, ganz gerade weiter ging es halt auch noch. Ja, es gibt da auch nochmal einen anderen großen Raum. Wir müssen in die Richtung kommen. Der andere große, oder? Ja. Nee, da vorne ist wieder der Haupteingang. Wir können da gerade mal hier vorlatschen. Hier finde ich das. Aber da ist das eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe die Kids hier hoch. Noch eine Sprengmittelkammer. Die müssten halt aber auch schon mindestens 10 Jahre alt sein, denke ich mal. Hier hast du. Da waren wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwelche Sachen versteckt, eingeschlossen, damit nicht jeder an dieses Dynamit oder was sie da genommen haben damals rankam. Weil das war ja schon irgendwelche Sachen, die nicht ungefährlich waren. Ja, Glück auf, hat jemand dran gesprüht. Haufen Klicklichter liegen hier auch rum. Das ist natürlich voll assi. Den Scheiß hier drin liegen lassen. Hier. Kippen, polnische Kippen. Ich muss nach dem Fuß in den Kippen.
Hier gehen Maschinen rein. Hier haben sie mit ihrer scheiß Knicklichter liegen lassen. Überall. Guck mal hier. Nee. Geht's nach? Ja. Das sind ja auch oft Wetterschächte. Das sind Kalkablösungen, Auslösungen. Wollen wir erstmal hier den da vorne links und dann den? Ist mir egal, ich glaube hier hinterher bin. Okay, ich würde sagen erstmal den, weil dann hat man die Strecke fertig. Das sieht so ähnlich aus, der Schau. Hier, guck mal. Hier ist noch der Weichenumsteller. Und hier ist eine Rutsche. Achtung, hier geht es nach unten, steil nach unten. Da gibt es noch eine Sohle da unten. Also das, wo wir vorhin, haben wir nicht vorhin auch noch so eine Rutsche hochgeguckt? Hier da oben ist nochmal die Schiene, das ist der nächste Gang. Da war nämlich ein Schrägaufzug dann und da haben die das hergefahren und mit dem Schrägaufzug dann weiter. Bohrloch. Überall die Bohrlöcher. Yeah.
Ja. Wenn ich mir schon aus einer Kamera alles rückwärts anspringen. Juhu! Aber nur ein blindes. Vielleicht schaff. Na, wenn du davon ausgehst, dass so ein Zimmer höher 2,50 Meter. Rotbutantas. Das ist aber, das ist überhaupt nicht Rotbut hier. Rotbut ist eine Uferlagerung gewesen, aber die ist woanders, das ist nicht das. Also das war von Nazis eine Uferlagerung, auch in den Schieferbergwerken, aber nicht hier in der Grube. Oder die waren fertig und haben einfach mal gesagt, so, es ist eh scheißegal, jetzt können wir alles in den Arsch machen. Und da hast du halt dann immer so Gänge, so Hauptgänge, und da geht dann was ab und dann sind immer die Hallen, wo sie das Schiefe abgebaut haben. Du musst das hier alles aufstapeln. Das hat mal jemand gemacht. Irgendwann. Hier seht ihr auch die Pfeiler, also die Stimmen auch. Die dreimal übermalt sind, dann auf jeden Fall. Ja, ja.
Hier waren Metallschwellen. Hast du eine SMS gekriegt? Nee. Aber da hinten noch nicht. Hier siehst du auch ganz viele Leute schon hier waren. Als Wissen. Ja, irgendwelche Schläuche, ich glaube, da war mal Kabel drin. Und hier ist es zu Ende. Hier ist Ende. Hier oben ist ein kleiner Balkon. Sind wir hier auf einem... Nee, hör mal auf. Guck mal. Das sieht ein bisschen aus. Wie gebaut. Wenn das abkracht. Ich gucke erst mal hier. Ist das unten drunter hohl? Johannes. Ich meine, da hinten ist auch nichts weiter Spektakuläres, aber du siehst ja hier, sind alle wie so eine Ziegelspanndecke, hier alle 1,5 Meter so ein Balken und da haben die dann diese Platten draufgelegt und wenn das unten drunter hohl ist, also das wie so ein Balkon ist, vertraue ich ja, den nicht ja, wirklich. Und dann hier gehst du auf so eine Stelle und dann... Ja, am Ende kommst du total toll runter, aber da hinten ist nichts weiter. Und würde von der Höhe her ein Elfgeschoss da reingehen? Nee. Bist du ja runter? Bist da runter, ja. Ich bin noch nicht so schräg. Wenn du von der Raumhöhe von 2,50 Meter ausgehst, wir sind ungefähr 1,85 Meter im Durchschnitt. Ja, könnte 20 Meter auf jeden Fall. Ein Elfgeschosser ist 30 Meter.
Wir waren hier schon. Das ist super, noch eine dicke Maschine. Das da geht fix bei dem großen Raum. Uah. Och nee. Es nimmt kein Ende. Das ist bestimmt von dem Schacht, oder? Das kann sein, ja. Nee, das ist nicht. Da waren noch so Stangen drüber. Genau. Ja, aber das ist schon die Höhle, in der wir gerade gegessen haben. Ja, das ist die. Hey! Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Was? Was ist ein Geräusch? Nein. Gehen wir zuerst rechts. Aber hier, guck mal, das Wasser fließt nach unten. Da ist vielleicht ein Ausgang. Hier geht's auch kalt rein. Da kommen wir dann bestimmt zu der Stelle, wo wässrig ist. Ja, da ist bestimmt ein Ausgang. Da vorne. Okay, guck mal, hier liegt doch eine Plasterleitung. Ja, guck mal. Alles. Das ist der Stollen, wo du vorher reingeguckt hast, mit dem Wasser drin. Da bin ich mir fast sicher. Ach, mit der kleinen Öffnung. Ja, genau. Wo. Ja, alles klar. Stimmt, das könnte sein, die andere Leitung. Echt? Und da war links auf jeden Fall, wenn wir rausgucken, wenn wir reingucken rechts davon, wenn wir rausgucken links. Ja, wollen wir uns versuchen, jetzt gerade durchzugehen? Nö. Ich guck mal. Der an.
Geht's auch noch weiter. Ich gehe kaputt. Ich denke mal erstmal ganz Rinder und dann auf zurück geht. Hier ist schon ganz Rinder. Ah, guck mal. Ja. Ich denke, war schon kristallklar. Abgefahren. Ja, da könnte man zwar mit der Warthose rein, na, nicht ganz. Bräuchte man den Ganzkörper. Da kommt her das Wasser. Ja, aber das ist schon gut gemacht. Eine Fledermaus. Hast du drauf? Nee. Hm? Was? Kann sein. Nicht, dass das Fledermaus-Schutzzeit ist. Ist jedenfalls eine Fledermaus. Die fledert hier hinten drin rum. Moment mal.